You ready, killer? Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Borderlands 3. Und es geht um die schaurigen Mankubus-Figuren, die wir uns alle holen werden. Es gibt an der Zahl 4 Stück. Und deswegen habe ich euch gerade den Tentakel-Skin eingeblendet. Ganz einfach, weil die Jungs eine extrem hohe Droprate haben für die neuen Outfits. Und wenn wir alle 4 neuen Outfits haben wollen, sprich also für jeden Charakter einmal das Tentakel-Spektakel, dann solltet ihr dafür auf alle Fälle hier die Figuren farmen. Und das Gute ist, jede Figur kann jeden Skin fallen lassen. Also das bedeutet, ihr sucht euch die aus, die für euch am bequemsten ist. Und die farmt ihr halt einfach, bis ihr eure 4 Skins beisammen habt. Das ist so meine Empfehlung, denn wie gesagt, die Droprate ist auf den Figuren hier wahnsinnig hoch. Und die letzte hier, ja, die letzte hier gleich im Beispiel, die wir hier uns holen werden, also die 4. Figur, hier haben wir schon mal einen Bestienmeister-Skin erhalten hier. Die letzte ist in meinen Augen die, die es gilt zu farmen. Die wirklich am allerbesten, am schnellsten, am einfachsten zu farmen ist. Und das werdet ihr auf alle Fälle sehen. Aber wir haben jetzt erstmal hier Staubfänger-Archiv abgeschlossen. Jetzt geht es rüber nach Herzenswunsch. Hier müssen wir einen relativ langen Weg gehen. Und vor allem das hier ist ein Bossraum da vorne direkt an der Schnellreise. Da ist ein Bossraum vor der Tür. Ich weiß nicht, ob wir den Boss unbedingt machen können oder ob auch den ignorieren und vorbeirennen können. Weil der Boss war da und ja, ganz goodie-like konnte ich nicht dran vorbeirennen. Ich musste ihn wegmachen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der eventuell auch, ja, ohne dass ihr einen Boss macht, dass ihr da eventuell durchrennen könnt. Ganz sicher bin ich mir nicht. Deswegen stellt euch also eventuell auf einen Bosskampf ein. So, dann geht es hier in diese relativ freie Areal hinein. Dann hüpfen wir hier hoch und dann aus dem Gebäude wieder heraus. Ne? Also direkt gleich wieder heraus. Sorry, ich will gerade nochmal die richtige Waffe ausgerüstet haben. Und zeige euch jetzt das auch sogar komplett falsch. Habe ich hier sogar den falschen Weg hier eingeblendet. Also was heißt den falschen Weg? Aber den, wo ich erstmal gedacht habe, wie komme ich denn da hoch? Nein, so natürlich nicht, lieber Goody. Sondern hinten wieder aus dem Container raus. Da, hier, das war gemeint. Hier raus. Der versteckt sich nämlich. Da hinten ist übrigens so eine schöne Lootkiste, eine von diesen neuen. Ne? Nehmt die mit. Und dabei hier auf die Container und dann im Container drin, die Bitch. Ne? Da hängt er ab. Ist auf alle Fälle hier vom Laufweg her zu weit, ne? Also da würde ich hier definitiv nicht farmen. Also hier würde ich auf gar keinen Fall farmen. Das lohnt nicht. So, da ist er down. Hat diesmal keinen Skin gedroppt. Weiter geht's in den Geschwürwald. Figur Nummer 3 wartet dort auf uns im Pilzdickicht. Und da sehen wir es auf der Karte. Auch hier haben wir einen weiten Laufweg. Auch von da sind wir hier komplett hier durch. Wir haben zwar jetzt keinen Boss moschen können, man kann auch relativ flott durchlaufen. Geht auf alle Fälle, um dann hier auf die Desiko zu treffen. Desiko, okay. Muss weg, Desiko, machen wir. So, da ist er down. Schauen wir beim Loot. War nichts dabei. Machen wir nochmal. Das ist jetzt der Laufweg, den ihr dann laufen müsst, wenn ihr das Ding farmt. Ne? Weil die ist auch nicht schlecht. Die ist auch nicht schlecht. Die kann man auch gut farmen. Auf alle Fälle, obwohl ich die letzte, wie gesagt, noch am besten finde. Okay. Da, ein Agentenskin. Wunderbar. Nehmen wir mit. Wollen wir haben. Und damit geht es rüber zur nächsten Figur und damit auch zur letzten und damit zur Farmfigur. Finde ich persönlich, und zwar in Fluchheim. Und da haben wir wieder vom relativ kurzen Weg, was heißt ein relativ, sogar einen sehr, sehr kurzen Weg, um uns das Vieh zu holen. Ich habe es hier sogar noch nicht mal auf der Karte drauf, das ist voll gemein, ne? Schaut euch das mal an, wo das Vieh ist, und ich habe es noch nicht auf der Karte eingeblendet. Und zwar genau hier, da ist die Bitch, und den Schnellreisepunkt seht ihr ja direkt hier daneben, also wirklich direkt daneben, richtig angenehm zu holen. Und vor allem dann, wie gesagt, das geht echt, die Mobs halt ignorieren, weil es sind viele Mobs, die spawnen, aber scheiß drauf, dran vorbei, die Figur wegmoschen, looten, Spiel verlassen, wieder rein. Also das geht hier wirklich richtig, richtig gut. So, einmal hier über die Brücke rüber
Und dann geht es da vorne gleich in eine Krypta hinein oder in eine Gruft hinein. Da kommen die, fangen die Mobs an zu spawnen, seht ihr relativ rot. Einmal hier runter, Damage raus, Figur down und fertig ist. Deswegen, also das Ding ist wirklich super Sahne zu farmen. Also wenn ihr dann, wie gesagt, die Skins noch nicht beisammen habt, wie gesagt, beim ersten Kill fallen sie nicht immer unbedingt, aber sie fallen wirklich extremst häufig. Spätestens beim dritten Mal habt ihr einen Skin, spätestens, ne? Wenn nicht schon beim zweiten Mal. Und hier so sieht das Ganze aus. Tentakel-Spektakel auf Flag. Als Belohnung gibt es dann dieses Jagdhaus-Poster. Nachdem wir schon ein Poster bekommen haben, als Raumdekoration für die Jagden war das gewesen, ne? Für die Hochzeitsgeschenke gab es dieses Just Married Poster und jetzt haben wir neu das Jagdhaus Poster. Auch das gucken wir uns gleich nochmal im Dings an, im Fotomodus. Wenn wir ein bisschen die Helligkeit hochdrehen können, dann kann man das ein bisschen besser sehen hier. Das ist also das Jagdhaus Poster, die Belohnung dafür, dass ihr alle Figuren zerstört habt. Findet ihr natürlich wie immer in eurer Post, ne? Ganz, ganz wichtig, ne? Social Menü, Briefkasten. Und da ist das Ding zu finden. Hier haben wir Tentakel-Spektakel an Amara. Sieht jetzt nicht so gut aus, aber wenn ihr Zane spielt, ne? An Zane ist das Ding wirklich, wirklich cool. Wie gesagt, ich finde es ganz schick hier, so dieses Tentakel auf der Hose. Aber der Rücken hier bei Zane, sieht das nicht geil aus? Sieht das nicht richtig, richtig gut aus? Also, ja, auf Zane macht der Skin wirklich richtig was her. Das war es hier vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst den Daumen nach oben da. Würde ich mich richtig drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.